Bist du sicher, dass du keinen Arzt brauchst? Komm, setz dich. Ich mache uns einen Tee. Meine Verabredung. Jetzt ruh dich doch mal einen Moment aus. Ich lasse dich in diesem Zustand gar nicht alleine vor die Tür. Hm? Bitte schön. Ich habe mich noch gar nicht bei dir bedankt. Doch, mindestens 100 Mal. Du bist so mutig. Der Typ hat ein Messer. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich würde mich gern irgendwie revanchieren. Das musst du nicht. Das war selbstverständlich. Wenn man jemandem helfen kann. Du hast ein Kind? Ja. Ja, das lebt sogar hier in Düsseldorf. Und wo ist dein Kind? Ich darf ihn nicht sehen. Sein Vater hasst mich. Er hat durch eine ganz fiese Falle Umgangsverbot bewirkt. Naja, wenn man die finanziellen Mittel hat und die richtigen Kontakte, kann man ja vieles. Ich vermisse den Kleinen. Danke, dass ich so lange warten durfte. Kein Problem. Bestimmt ist hier noch was Wichtiges dazwischen gekommen und morgen ruft's an und entschuldigt sich. Eher nicht. Das war unser erstes und letztes Date. Feste Prinzipien im Umgang gerade mit Frauen sind was Gutes. Aber für die Richtige kann man auch schon mal eine Ausnahme machen. Diesmal nicht. Das war unsere Abmachung. Und dann gehe ich meine Jazzplatte auflegen. Nach D'Angelo.